Januar 2017 ist Geschichte. Jedenfalls für euch, wenn ihr das Video seht, für mich noch nicht, weil ich habe dieses Video am Sonntag gedreht und das war noch Ende vom Januar. Aber ich denke, dass nicht mehr ganz so viel passieren sollte. Hier ist also mein erster Monatsreport für Januar 2017 und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Willkommen zum ersten Review 2017. Heute mal ohne hyperaktiven Autofokus. Wer das letzte Video gesehen hat, ich weiß, ich habe es ja auch schon beim Schneiden gesehen, das war schon ein bisschen anstrengend, mir da selbst zuzuschauen. Und beim Schneiden war es schon eine Katastrophe. Heute habe ich mir mal den Luxus gegönnt, den Autofokus einfach auszuschalten, damit mein Objektiv mit ADS auch ein bisschen Ruhe hat und vor allen Dingen, dass du dich auf den Content konzentrieren kannst. Ich möchte jetzt nicht langweilen, ich steige direkt ein ins Thema und zwar geht es direkt los mit dem Umsatz. Welchen Umsatz habe ich im Januar 2017 erzielen können? Ich muss leider gestehen, dass der Januar für mich nicht das gebracht hat, was ich erwartet habe. Warum nicht? Ich habe, um meinen Planumsatz erreichen zu können, nicht genug Ware am Lager. Das heißt, viele Produkte waren out of stock oder ich hatte nicht mehr genug Produkte am Lager, dass ich bei Amazon überhaupt annähernd in die vernünftigen Rankings gelangen konnte. Woran lag das? Es lag ganz einfach daran, dass ich zu wenig bestellt habe. Den Umsatz, der mir jetzt im Januar 2017 verloren gegangen ist, den habe ich schon im Dezember gemacht. Das heißt, der Dezember war phänomenal und ich war am 31. Dezember nahezu komplett ausverkauft. Klar, wenn du nichts am Lager hast, kannst du auch nichts verkaufen, kannst du auch keine Umsätze machen. Ich weiß, es ist ein Luxusproblem. Man soll nicht klagen, wenn man zu viel verkauft. Es ist nur halt ärgerlich, dass ich jetzt eben den Januar nicht mehr mitnehmen kann, weil A, ist es viel zu spät, um zu bestellen. B, haben die Asiaten gerade Neujahr, da kann ich eh nichts bestellen, da kann ich nicht mal jemanden erreichen. Und zu guter Letzt passiert mir das eigentlich regelmäßig. Ich habe einfach im Sommer 2016 hatte ich meinen Plan, was verkaufe ich bis zum Dezember beispielsweise. Und dann mache ich eine Prognose und haue auf dieser Prognose noch einen Faktor drauf, damit ich auf jeden Fall auch sicher sein kann, dass ich genug Ware habe bis nach dem chinesischen Neujahr. Und da verschätze ich mich regelmäßig. Das heißt, meistens bestelle ich viel zu wenig Produkte, weil ich einfach glaube, dass das Jahr eben nicht so phänomenal läuft, wie es doch am Ende mir beschert wird. Auch das ist ein Luxusproblem, ich weiß es. Und dieses Jahr habe ich mir geschworen oder vorgenommen, ich bestelle auf jeden Fall 50% mehr als das, was ich tatsächlich an Prognose für den Winter benötige. Ich möchte das nicht normal haben, dass ich hier irgendwie out of stock gehe, weil das ist ja echt ärgerlich, dass du weißt, du kannst Ware verkaufen, du kannst Geld verdienen, aber du hattest nicht im Sommer den Mut, genug zu bestellen. Klar, man muss natürlich vorsichtig sein. Es ist natürlich auch eine gewisse Kapitalbindung, da muss man natürlich aufpassen. Und wenn man noch verderbliche Ware hat, dann kann man natürlich diese Strategie nicht fahren. Aber das habe ich ja Gott sei Dank nicht. Meine Ware kann auch ein, zwei Jahre liegen, ohne dass sie an Wert verliert. Und daher ist es für mich völlig okay, jetzt im Sommer das Doppelte oder 50% mehr zu bestellen, als ich das letzte Jahr bestellt hatte, laut Prognose. Und wenn ich dann halt bis März, April nächsten Jahres, also 2018, genug am Lager habe, auch okay, kann ich auch mitleben. Also mein Learning ist, aus diesem fehlenden Wachstum oder Umsatzprognose, dass ich auf jeden Fall mehr Ware bestelle im Sommer diesen Jahres. Das Weihnachtsgeschäft geht ja eigentlich schon im Sommer los. Das heißt, man fängt dann halt an mit der Canton Fair, die jetzt ja im Frühjahr losgeht. Da sucht man sich seine Lieferanten aus. Hat man sie zusammen, dann fliegt man im Sommer nochmal rüber. Das ist dann das zweite Mal, dass man in China zu Besuch ist. Bestellt dort alles, um dann die Ware spätestens im September, Oktober per Schiff hier in Hamburg ausladen zu können. Gut, das war im Prinzip das, was bei mir am Umsatz im Januar gelaufen ist. Wo ich gescheitert bin oder wo ich gemerkt habe, was große Probleme macht, allerdings jetzt erst nach dem Weihnachtsfest, ist, dass es Produkte sind, die mit Produkten, die
ja, die Menschen gefallen müssen, die vom Design her besonders gut aussehen müssen, damit sie die nicht zurückschicken. Ja, beispielsweise Hosen, T-Shirts, Taschen, Schuhe, also alles, was mit Mode zu tun hat, ist gerade im Bereich der Rücksendung sehr problematisch. Letztes Jahr war das komplett anders. Letztes Jahr hatte ich auch solche Produkte am Lager und da gab es eigentlich relativ wenig Rücksendungen. Da lag ich bei einer Quote von unter 10%. Und dieses Jahr habe ich das, oder zum Weihnachtsgeschäft letzten Jahres ist es dann jetzt ja schon, habe ich dann diese Produktgattung dann etwas aufgebaut, weil letztes Jahr hatte ich dann eben, oder vorletztes Jahr hatte ich sehr guten Erfolg damit. Und dieses Jahr musste ich feststellen, dass die Rücksendequote deutlich höher liegt. Entweder liegt es tatsächlich an den Produkten, dass ich mich im Geschmack etwas vergriffen habe oder im Design vergriffen habe, dass ich vielleicht falsch beraten wurde. Oder es liegt einfach daran, dass tendenziell mehr zurückgeschickt wird. Na, dass die Hemmschwelle, Produkte zurückzuschicken, einfach deutlich gefallen ist. Ja, gerade jetzt, sorry Mädels, aber gerade wenn man so Produkte für Frauen verkauft, ist die Rücksendequote doch deutlich höher als Produkte für Männer. Besonders ja, wenn es da Modeprodukte gibt. Ne? Und dann kriegt man so als Rücksendegrund, ich habe mir mal so ein paar aufgeschrieben, ja, zum Beispiel Auswahlbestellung. Das heißt, der Kunde oder die Kundin hat schon absichtlich 4 oder 5 Produkte bestellt, aber war schon klar, dass sie eigentlich nur eins behalten möchte. Ich kann natürlich die Kundin auch verstehen, klar, und das ist auch das gute Recht, aber für den Händler ist es ja wirklich super ärgerlich. Ne? Das heißt, es werden 5 Produkte gekauft, 5-mal Transportkosten. Ja, und dann stellt man dann plötzlich fest, dass alles wieder zurückgeschickt wird. Und das ist natürlich so ein Punkt, da sind die Versendungskosten, die Hinsendung und die Retour ist meistens teurer als das gesamte Produkt. Klar, können sich die Endverbraucher nicht vorstellen und ist ihnen wahrscheinlich auch völlig Banane. Aber für den Händler ist das natürlich echt so ein Grund zu sagen, macht so ein Produkt überhaupt noch Sinn? Und ich habe für mich entschieden, dass es keinen Sinn mehr macht. Ich werde das nicht mehr tun, das heißt, also solche Modeprodukte werde ich nicht mehr zu Amazon schicken und selbst verkaufen. Das ist für mich so ein Projekt, das hatte ich auch schon in meinen Plänen für 2017 angekündigt, dass ich in den Retail-Bereich möchte. Und diese Produkte werde ich auf jeden Fall jetzt im Retail platzieren. Das heißt, sie sollen tatsächlich in Ladenlokalen, in echten Geschäften liegen und dort dann gekauft werden. Da ist erfahrungsgemäß dann die Retourenquote deutlich geringer. Und vor allen Dingen nehmen die Geschäfte halt nicht immer alles zurück. Wenn etwas total verhunzt ist oder nicht sachgemäß behandelt wurde, dann bringen die Kundinnen das meistens nicht zurück, weil denen das ja auch peinlich ist. Bei Amazon wird alles zurückgeschickt, das wissen wir auch. Ja, also das heißt, also da verspreche ich mir besonders viel von im Retail-Bereich. Außerdem ist der Verkaufspreis, den man da erzielen kann, deutlich höher, weil die Konkurrenz ist natürlich auch dann etwas gemäßigter. Und vom Design her haben mir alle Frauen und junge Mädchen bestätigt, die Produkte sind toll, die ich verkaufe. Und die sind auf jeden Fall den Preis wert, was ich auf Amazon nehme, als unverbindlichen Verkaufspreis. Nicht mal den Sonderpreis, den man dann einräumt, sondern als unverbindlichen Verkaufspreis wäre das auch noch ein Ding, was man im Laden dafür ausgeben könnte. So, das heißt, mein Learning daraus, keine Produkte mehr aus dem Modebereich oder aus dem Designbereich, die gehen direkt in den Retail. Für mich eine super Möglichkeit oder nicht Möglichkeit, sondern jetzt bin ich gezwungen, da das Lager da relativ voll ist mit diesen Produkten, da dieses Projekt umgehend anzufassen. Ich hätte das eigentlich für die zweite Jahreshälfte auf dem Schirm, aber dadurch, dass das Lager jetzt schon entsprechend bestückt ist, kann ich direkt loslegen und das ist ein Projekt, was ich jetzt sofort angehen kann. Das heißt, die Motivation in diesem Bereich ist deutlich höher, als sie noch Anfang Januar waren, bevor die ganzen Rücksendungen zurückgekommen sind. Gut, also eigentlich ein Fail, aber auf der anderen Seite für mich ein positiver Impuls, jetzt damit endlich loszulegen. Punkt Nummer 3. Es ist traurig, traurig, traurig. Ein guter Geschäftspartner von mir, mit dem ich auch so ein paar Projekte zusammen mache, den hat man seinen Amazon-Account geschlossen. Man hat ihn die Berechtigung zum Verkaufen auf Amazon entzogen. Der Grund war, dass man glaubt, dass er als Brandinhaber und als Produzent, seine Fabrik heißt, oder seine Fabrik, seine Firma und der Brand hat alles den gleichen Namen. Amazon glaubt trotzdem, dass man Plagiate herstellt oder verkauft. Ja,
Das heißt, er hat einen Namen, der Firmenname ist identisch mit dem Namen des Produktes und auch was auf, also der Name ist oder der Brand ist auch auf diesem Produkt gedruckt oder dann auch aufgenäht oder eben gesprüht. Aber Amazon glaubt immer noch, das ist ein Plagiat. Das heißt, er fälscht eigentlich seine eigenen Produkte. So muss man sich das vorstellen. Ist ein Widerspruch in sich. Aber leider ist es so, dass sie den Account trotzdem gesperrt haben. Jetzt haben wir uns lange überlegt, was wir denen für Unterlagen schicken. Wir haben auf jeden Fall natürlich alle Rechnungen schicken müssen, ne, also Rechnungen von Factories, wo genau beschrieben wird, ja, das Produkt, was jetzt bei Amazon liegt, was dann unter dem Verdacht der Fälschung schwebt, oder wie soll ich sagen, genau, wurde in der Fabrik hergestellt und hier ist die Rechnung dafür und hier sind die Importbescheinigungen und so weiter und so fort. Ne. Wir haben außerdem noch die Qualitätskontrollen, also die Inspection Files geschickt, dass Sie ja sehen können, dass wir tatsächlich eine Inspektion gemacht haben, dass wir für die Produktsicherheit gesorgt haben, aber auch das Testing. Ein Produkt unterliegt dem REACH oder unterliegt nicht, sondern dem haben wir einen REACH-Test unterzogen, damit wir hier in Europa dann auch sicher nachweisen können, dass da keine gefährlichen Stoffe drin sind. Und selbst das haben wir Amazon geschickt. Jetzt ist es so, dass Amazon Rechnungen haben wollte, die jünger als 3 Monate sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Produkte alle per Schiff gekommen sind, das heißt, die Rechnung wurde gestellt, als die Bestellung angeschoben wurde, dann hat man 4 Wochen Bestell- oder Produktionszeit. So, dann wird die Ware verschifft. Da kriegt man ja nochmal eine Commercial Invoice. So, dann ist die Ware 4 Wochen unterwegs auf dem Schiff. Die ersten 4 Wochen. So, dann braucht die Ware nochmal 2 Wochen hier in Hamburg und 1 bis 2 Wochen, bis man den Liefertermin bei Amazon bekommt. Ja, man muss einen Anliefertermin oder der Spediteur muss einen Anliefertermin mit Amazon machen, hat auch nochmal 2 Wochen gedauert. Das heißt, da war die 4. Woche im Land. Oder die 8. dann, 4 Wochen Verschiffung, 4 Wochen Nachlaufzeit. Jetzt hat er die Produkte 1 Monat oder 1,5 Monate bereits verkauft auf Amazon, das heißt 6 Wochen. Jetzt sind die 3 Monate überschritten gewesen. Ja, und er hat keine Rechnung, die jünger ist als 3 Monate. Wir haben es trotzdem versucht mit den älteren Rechnungen und auch mit den Inspection Files und auch mit einer Nachbestellung. Da ist es allerdings dann eben nur eine Performer Invoice, die wir dann zu Amazon geschickt haben, um hier nochmal zu unterstreichen, dass das kein Einzelprodukt ist, sondern dass wir dieses Produkt regelmäßig verkaufen wollen. Es ist wirklich anstrengend gewesen, alle Unterlagen zusammenzusuchen, gerade jetzt, wo auch die meisten Fabriken dann im Neujahr sind. Ist es halt so, dass man auf viele Unterlagen dann nochmal zugreifen musste und da habe ich so 1, 2 Leute tatsächlich anrufen müssen zu Hause, von der Neujahrsparty runterholen müssen, dass der in seinen PC guckt, per VPN sich irgendwie auf dem Firmenrechner einloggt und dann die Dokumente mir nochmal schickt, weil die waren super, super wichtig, weil sonst geht es da einfach nicht vorwärts. Da lässt doch Amazon eigentlich wenig mit sich sprechen. So, jetzt haben wir alle Unterlagen zusammen, die haben wir jetzt hingeschickt, aber es gibt natürlich seit einer Woche keine Reaktion, wie da der Status quo ist. Es gibt nicht mal eine Eingangsbestätigung, dass die E-Mails angekommen ist. Gut, man kennt das von Amazon, macht mich jetzt noch nicht nervös, aber für den armen Kerl, der die Waren verkaufen muss, der hat natürlich jetzt, sitzt natürlich auf heißen Kohlen. Ja. Das Lager ist voll bei Amazon, das ist alles komplett gesperrt, es wird kein Geld mehr ausgezahlt, die Ware wird nicht mehr verschifft. Die Rücksendungen werden natürlich weiterhin noch schön vom Kunden abgeholt und werden dann immer seinem Konto belastet. Das heißt, aktuell hat er nur Kontobelastung, aber keine Chance, was weiter zu verkaufen. Ist ziemlich ärgerlich und für ihn dann auch sehr dramatisch. Wie es ausgeht, davon drehe ich jetzt, nicht jetzt, sondern wenn das Problem gelöst ist, dann nochmal ein extra Video, wie so der Prozess ist und wie lange man braucht, um seinen Account wieder freizubekommen. Also nochmal, er verkauft keine Plagiate, er hat sein eigenes Produkt mit dem eigenen Brand, eine Brand-Registrierung bei Amazon seit Monaten schon und trotzdem glaubt Amazon, dass der arme Kerl seine eigenen Brands fälscht. Okay, so viel zum Verständnis und zur Logik. So, jetzt muss ich gerade die Kamera neu starten, weil nach 20 Minuten geht die Kamera leider aus. Das heißt, ein Videofile kann nicht länger als 20 Minuten sein. Ist ein bisschen blöd, wenn man lange Videos dreht.
Da muss man mal zwischendurch immer auf Pause drücken und neu starten. Gut, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein, mein minderwertiges Equipment, sondern ich wollte ja über meinen Monat Januar sprechen. Gut, so, Punkt 4. Ich weiß, das wird jetzt sehr polarisieren, aber ich muss leider feststellen, dass Apple aus Cupertino ist ein Sauhaufen. Ist echt ein Sauhaufen und ich bin da total angefressen, wie die mit ihren Kunden umgehen. Zur Situation, ich habe mir vor 9 Monaten ein iPad Pro gekauft, also ein richtig teures Ding. Mit einer Tastatur, mit so einer Soft-Key-Tastatur, die man so einklipsen kann. Nach einem halben Jahr hat diese Tastatur nicht mehr funktioniert. Nur jetzt oder 8 Monaten, die Affäre ging eigentlich Ende Dezember los. Ich habe beim Support angerufen und die haben mir versprochen, mir eine neue Tastatur zu schicken, beziehungsweise die defekte Tastatur auszutauschen. Okay, das ging ja ziemlich einfach. So, dann habe ich dann die neue Tastatur bekommen und habe die alte schon weggeschickt, bevor ich die neue ausprobiert habe. Das war jetzt vielleicht mein Fehler, beziehungsweise das Problem. So, dann habe ich die neue ausprobiert und habe festgestellt, das ist eine US-Tastatur, also mit einem US-Keyboard. Gut, ich wieder bei Apple angerufen und habe darum gebeten, dass sie mir die nochmal austauschen, aber mit einem deutschen Layout. Und das können die nicht tun, weil die Rechnung, die damals beim Apple Store in Berlin, Jungs, Apple Store aus Berlin, ihr habt wirklich einen guten Job gemacht, die Rechnung vom Apple Store in Berlin belief sich auf das iPad und ein amerikanisches Tastaturlayout. Da hat der Mitarbeiter von Apple in Berlin, im Apple Store in Berlin, hat versehentlich die falsche Artikelnummer genommen, hat eine deutsche Tastatur mir mitgegeben, aber eine amerikanische auf den Lieferschein geschrieben. Und aufgrund dessen kann der Support-Mitarbeiter vom Telefon, vom Customer Care, kann mir keine deutsche Tastatur schicken. Er kann mir nur die Tastatur austauschen, die auf der Rechnung draufsteht. Ich kann es nicht verstehen. Ja, ich kaufe ein iPad in Berlin, im Apple Store in Berlin, und der Mitarbeiter im Apple Store in Berlin hat die falsche Artikelnummer genommen. Und ich als Kunde werde jetzt gezwungen, nach Berlin zu fahren, mir 2 Stunden lang Wartezeit im Apple Store in Berlin um die Ohren zu hauen, um einen Mitarbeiter erklären zu müssen, dass der Mitarbeiter, der mir vor 9 Monaten das iPad verkauft hat, die falsche Tastatur hier aufgeschrieben hat auf die Rechnung und ich deswegen nur noch eine amerikanische bekomme und dass er mir die austauschen soll. Ich frage mich, was kann der Mitarbeiter im Apple Store in Berlin anders machen als der am Telefon? Der Mitarbeiter in Berlin, der hat mir die Tastatur auch nicht gegeben. Der ist sicherlich nicht mehr da, der mir das damals verkauft hat. Oder wenn, dann kann er sich eh nicht dran erinnern. So, das heißt, ich habe jetzt wirklich mindestens 4 Stunden Arbeit mit der fehlerhaften Tastatur. Eine Tastatur kostet ungefähr 150 Euro, ist lächerlich teuer. Oder 140, irgendwie sowas. So, wenn ich jetzt mich 4 Stunden hinsetzen sollte und die Tastatur austauschen müsste, dann kann ich mir besser eine neue kaufen. Weil in der Zeit kann ich nichts machen und mein Stundenlohn ist höher als 40 Euro die Stunde. Das heißt, im Prinzip hat Apple mir nicht nur Zeit gestohlen, sondern auch noch Geld gestohlen. Und das geht überhaupt nicht. Ich bin da echt angefressen, ohne Ende. Und ich habe das auch so dem Mitarbeiter vom Customer Care am Telefon erklärt und habe ihn gebeten, dass sein Abteilungsleiter mich zurückrufen soll. Und da warte ich jetzt seit 3 Wochen drauf. Das heißt also, Kunden, die echte Probleme haben, die sind vielleicht bei Apple nicht so gut aufgehoben. Hier vielleicht mal ein Gerät austauschen, wenn es ganz klar ist, es wird wohl funktionieren. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, wirklich nur ein Quäntchen komplizierter, dann geht bei Apple überhaupt nichts mehr. Das Gute ist, dass ich jetzt weiß, dass ich mich bei meiner Notebook-Geschichte für das richtige Gerät entschieden habe. Das ist Microsoft. Und da hatte ich ein ähnliches Problem. Das war auch defekt, weil diese Geräte können kein Bier und kein Eistee vertragen, zumindest nicht über die Tastatur. Und dann klebt das auch so fürchterlich. Und dann habe ich bei
bei Microsoft angerufen, als mir das dann so passiert ist, und habe denen so erzählt, dass es eben nicht mehr funktioniert. Und das war überhaupt kein Problem. Die haben mir innerhalb, obwohl ich keinen Premium-Support hatte, haben die mir ein Vorabgerät geschickt und das alte Gerät konnte ich dann direkt zurückschicken. Und es hat sich niemand darüber beschwert, dass in dem alten Gerät noch eine halbe Dose Bier drin war. Es wurde einfach ausgetauscht. Und ich persönlich glaube, dass Microsoft das neue Apple ist. Die machen wirklich einen unglaublich geilen Job. Die machen super Geräte, die machen innovative Geräte, die haben super Customer Support neuerdings. Und jetzt mal ganz ehrlich, das Windows 10 ist für mich spektakulär gut. Ich würde da nie wieder eine OS X für einsetzen wollen. Gut. Das heißt also, mein Learning daraus, ich bin auf dem richtigen Pfad, indem ich mich ein bisschen wegbewege von Apple und mir vielleicht andere Produktmarken raussuche. Weil Apple ist nicht mehr das, was es früher mal war. Sie machen bewiesenermaßen keine guten Geräte mehr. Sie hören nicht mehr auf ihre Kundschaft und Innovation ist bei denen bereits schon oder ist mit Steve Jobs damals begraben worden. Gut, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. So. Last but not least, die Nummer 5 aus diesem Monat oder aus dem letzten Monat denn für euch ist, ich habe das erste Shop-System von Magento auf Shopware umgestellt. Ich hatte ja schon in meinen Plänen von 2017 erklärt, dass ich meine Shop-Systeme, die alle unterschiedlicher Art sind, dann auf ein Shop-System integrieren möchte. Das heißt, ich möchte nur noch eine Systemart haben. Warum möchte ich das? Erstmal, weil ich dann nur noch ein Manual brauche, das ich einmal schreibe, dass jeder Mitarbeiter, jeder wie virtueller Assistent oder wie auch immer, alle können dann mit diesem Manual arbeiten. Bislang war es so, ich hatte ganz viele Shop-Systeme, ich hatte Magento, ich hatte Shopware, ich hatte OS Commerce und noch so zwei, drei andere. Und ich musste für jeden ein einzelnes Manual schreiben, um die Arbeitsschritte zu erklären, eben Videos drehen und so weiter und so fort. Und jetzt mit einem Shop-System brauche ich auch nur wirklich ein Manual erstellen. Ich habe einen Fulfillment-Anbieter, den ich die Datensätze immer per XML schicke und er hat immer den gleichen Datensatz, da steht immer an gleicher Stelle die gleichen Informationen. Entschuldigung. Und das ist wirklich eine Arbeitserleichterung und vom Workflow und von der Fehleranfälligkeit deutlich geringer. Daher habe ich jetzt angefangen, alle Shops eben umzustellen. Der erste ist jetzt online gegangen. Von Magento auf Shopware umgestellt. Ich habe mir als Programmierer jemanden auf Upwork gesucht, mit dem ich einen Festpreis vereinbart habe. Ich habe ihm gesagt, hier ist der Magento-Shop. Ich möchte, dass du das 1:1 kopierst. Alle Artikel, alle Kategorien, das Layout, soweit es geht, übernimmst und die Preise vernünftig einstellst. Und wenn du nach 2 Wochen fertig bist, dann sagst du, fertig. Und dann gucke ich mir das an und dann wirst du bezahlt. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Der Mitarbeiter oder der Kollege von Upwork, der hat so ungefähr 600-700 Dollar genommen und Alternativangebote aus Europa, jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch Polen hatte ich ein Alternativangebot und Tschechien und Ukraine, die lagen alle so ungefähr beim Faktor 3. Das heißt, so ab 2000 Euro konnte ich da anfangen vorzusprechen mit der Bitte, den Shop umzustellen. Der Kollege, das war ein Inder übrigens, der das gemacht hat, der hatte schon Erfahrung mit Shopware, aber nicht so tiefgreifende Erfahrung, dass ich sagen könnte, okay, das ist echt ein Rennpferd in der Geschichte, das ist eine Koryphäe, den kannst du eigentlich jedes Shop-System umstellen lassen auf Shopware. Das ist nicht so. Also er kannte Shopware, aber er war jetzt eben nicht der Papst in Shopware. Er kannte keine Subshops und so weiter, das musste ich ihm alles erklären, wie das funktioniert. Aber am Ende des Tages hat er seinen Job gemacht, in erträglicher Geschwindigkeit. Ich musste ein paar Mal drüber schauen lassen von meinen virtuellen Assistenten, dass auch die Preise richtig einfliegt, dass die Varianten richtig drin sind. Das konnte er alles nicht. Ja? Auch beispielsweise mit dem Mehrwertsteuersatz hat er keine Ahnung gehabt. Okay, wie auch. Das Modell der Mehrwertsteuer kannte er wahrscheinlich nicht mehr und daher hat er den falschen Satz eingestellt. Aber ist alles gut. Wir haben das alles fixen können zu einem vernünftigen Zeitaufwand und es war auf jeden Fall für uns eine super angenehme Geschichte, dass Grundgerüst von dem Freelancer von Upwork umsetzen zu lassen und das Feintuning und nochmal die Endkontrolle dann hier in-house zu erledigen. Ich glaube, das muss man sowieso machen, auch wenn man einen Programmierer hat, der eben 2000 Euro kostet. Es ist ja nicht so, dass das
dass es ein Selbstläufer ist. Ne? Da muss man immer ein Auge drauf haben, gerade wenn es denn so um Steuern geht und um richtige Preise und so weiter und so fort. Was man auch dabei braucht, und das bin ich früher gar nicht so drauf gekommen, man braucht natürlich auch einen guten Hoster für den Shop. Ich habe einen Hoster, das ist der Profi-Host aus Hannover. Und der ist spektakulär gut, was den Support angeht. Wenn du eine Frage hast, wenn du ein Problem hast, wenn du ein SSL-Zertifikat brauchst, wenn hier noch was hängt, da noch was hängt, dann rufst du ihn an und jetzt glaub, was, da geht jemand dran, der hilft dir. Da geht nicht jemand dran und sagt, ja, wir rufen zurück in nächste Woche, sondern da ist tatsächlich jemand, ein Mensch am anderen Ende, der sagt, ja, ich kann Ihnen da jetzt sofort helfen. Sofort, das Wort gibt es eigentlich gar nicht im Support bei IT-Technologieunternehmen, aber da ist das Wort sofort tatsächlich auch noch Motto, weil es wird sofort umgesetzt und der hilft dir sofort. Profi-Host aus Hannover ist für mich eine totale Empfehlung. Ist nicht der billigste, aber immer erreichbar, immer kompetent, super Maschinen und extrem smart. Ich habe den gleichen Trick vor ein paar Jahren mit einem anderen Unternehmen gehabt. Wie hieß denn das? Blue A, eins rot oder zwei blau oder sowas in der Richtung. Und da war es echt eine Katastrophe. Ja, die haben mir eine Domain, ich habe eine Domain umgezogen, von denen dann zu diesem Unternehmen. Und die haben mir diese Domain für 3 Wochen komplett abgeschaltet. Die war 3 Wochen nicht erreichbar. Und das war echt ein Ding, das ging überhaupt nicht. Ne? Also, und das hatte ich eben bei diesem Profi-Host überhaupt nicht. Unterbrechungsfrei haben wir die Domains und die ganzen Anwendungen rübergezogen. Tipptopp, da kann ich wirklich nur sagen, das ist eine Firma, gerade wenn es so um Online-Shop geht, die sind echt spezialisiert und die wissen, was sie tun. Und darauf kommt es ja auch an, wissen, was man tut. Und wenn man sich sicher fühlt bei einem Unternehmen, mit einem Service, mit einem Wissensfundus in dem Bereich, auch außerhalb der eigentlichen Spezifizierung. Das heißt, sie wussten zum Beispiel nicht nur, was SSL ist, sie wussten auch von der PHP-Programmierung, was ich denn unbedingt brauche und was nicht sein darf. Ja, dass ich beispielsweise Bilder ohne SSL irgendwie von einem anderen Server ziehe, dass dann dieses ganze SSL nicht funktioniert. Da hat er mich dann extra angerufen und gesagt, passen Sie auf, ich habe mir jetzt angeschaut, da haben Sie noch ein Problem. Wer macht denn das? Also bei Strato kannst du da nicht mitrechnen. Und bei diesen 2 Red oder 1 Grün oder wie der hieß, ging es halt nicht. So in dieser Art und Weise. Gut, das Learning ist halt, ruhig einen Programmierer nehmen, der vielleicht da bei Upwork etwas günstiger ist und dann etwas genauer die Qualitätskontrolle beziehungsweise dann das letzte Review in-house machen und da nochmal besser etwas genauer drauf gucken und vor allen Dingen da, wo es dann um Technik geht, auch Spezialisten dran lassen und nicht irgendwelche Halbweisen. So, genau, das war eigentlich der Januar 2017. Das war ein sehr intensiver Monat. Ich hatte sehr viel Stress. Genau, was außerdem noch war, das habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar, das ist Fall 6. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich in Österreich die Lieferschwelle überschritten habe und das schon vor längerem. Und jetzt muss ich halt alles nochmal zurückbuchen beziehungsweise die Mehrwertsteuer ausbuchen und nochmal alles umstellen. Ich bin froh, dass ich da sehr stark technologiebasierend war, was so die Rechnungserstellung betraf und das kann ich relativ einfach aufbauen. Ich habe jetzt genau nach Datum, auf den Tag genau feststellen können, wann habe ich die das erste Mal überschritten, die Lieferschwelle nach Österreich. Das hat mich ungefähr eine halbe Stunde gekostet, das rauszufinden. Und jetzt weiß ich, auf welche Rechnungsnummer ich die Mehrwertsteuer nach Österreich oder für die Rechnung nach Österreich, wann ich die mit 20% berechnen muss und wann ich dann mich da in Österreich mit dem Betrag melden muss und mir das dann aus Deutschland wieder zurückholen darf. Ist eine Herausforderung für mich jetzt weniger. Ich bin ja, wie gesagt, sehr, sehr EDV-basierend unterwegs und kann das mit dem Knopfdruck wahrscheinlich erledigen. Aber mein Steuerberater hat da wahrscheinlich jetzt viel mehr Spaß als ich. Aber wir bleiben dran. Ne? Und mal gucken, was das nächste Land ist. Gut, soweit mein Januar 2017. Und wenn ihr Spaß dran hattet, dann gerne einen Daumen nach oben, abonnieren und wir hören uns dann spätestens für das Reporting Februar 2017. Macht's gut, tschüss.